agredeix mă și Steina. Herr Steiner, mein Name ist Nina Braun, Kontoberaterin bei dem Globe der Chain. Der Standard ist 250 Euro. Und warum ist das so? Es ist so, es ist europäischer Standard, so das ist minimalische Summe. Alles erklärt Ihnen Ihre Finanzberater noch besser als ich. Ja, ich bin einfach Kontoberaterin. Ich werde Ihnen helfen, diese Handelskonto zu aktualisieren. Und wo ist die Firma registriert? Die Firma ist in Großbritannien registriert. Alle relevanten Informationen können Sie jetzt auf der Seite sehen. Weil das steht ja gar nicht bei Ihnen auf der Seite. Hallo, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal wieder eine Abzockerin mitgebracht, die dem Anschein nach selbst mit diesem Job völlig überfordert ist. Zum Schluss ist sie sogar so überfordert, dass sie dann einfach mitten im Gespräch auflegt, obwohl ich ihr nur eine ganz normale Frage gestellt habe. Viel Spaß mit dem heutigen Anruf. Grüß dich, Herr Steiner. Herr Steiner, mein Name ist Nina Braun, Kontoberaterin bei dem Globe der Chain. Aha. Sie sind bei uns angemeldet wegen Bitcoin-Trader, korrekt, ja? Aha, ja. Aber Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv, ja? Das braucht Aktualisierung, sonst können Sie nicht Handel anfangen. Ach so, okay. Dann rufe ich Ihnen an. Wenn Sie entscheiden, Ihr Handelskonto zu aktivieren, dann werde ich Ihnen gerne zu helfen. Haben Sie etwas Erfahrung in diesem Bereich, Herr Steiner? Nö. Haben Sie schon gehandelt? Gar nicht bis jetzt, nee. Nein, dann werde ich erklären, wie das alles funktioniert bei uns, ja? Welche Angebote haben wir und dann Sie entscheiden, machen Sie das oder nicht? Okay, als Sie Anfänger sind, Sie bekommen, wenn Sie aktualisieren Ihr Handelskonto, ein automatisches Handelssystem, das ist ein Softwareprogramm, ja? Der macht mathematische Analyse und einfach handelt automatisch an der Finanzbörse. Deswegen, Sie brauchen nicht so gute Kenntnisse in diesem Bereich haben. Und noch, was ist ganz wichtig und Stärke von unserer Plattform, dass Sie bekommen Ihre persönliche Finanzberater oder Beraterin. Ja, Sie sind ganz erfahrene Menschen in diesem Bereich. Sie machen einfach fundamentalische Analyse. Sie sammeln alle Informationen, was an der Welt passiert. Und Sie geben Ihnen auch die Prognose, zum Beispiel, wann ist bessere Zeit an Bitcoin investieren, an Aktien und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wieso die Betrüger immer solche schlechten Telefonleitungen haben. Ich habe technisch ja einiges versucht, allerdings war es leider nicht möglich, die Soundqualität hier noch mehr anzuheben, als ihr jetzt eben hier hört. Ganz wichtig ist, dass Sie sollen immer mit Kontakt bleiben mit Ihrem persönlichen Finanzberater. Ja? Und dann wird Ihr Handel erfolgreich. Ja? Das ist alles, was wir Ihnen anbieten. Haben wir heute noch Angebot, das minimalische Summe für Finanzmarkt ist 250 Euro. Schon ein bisschen traurig, was Sie hier alles anbieten. Also nichts. Sie sagt ja selber, das ist alles, was Sie hier anbieten. Und ich müsste nur eine minimalische Summe von 250 Euro einzahlen. Anfänger, ja? Sie können mit 250 Euro, dann kommt 500 und dann es ist 1000 Euro für VIP-Kunde. Wenn Sie zum Beispiel aktualisieren Ihre Handelskonto mit 250 Euro, als Willkommensgeschenk von unserer Seite, Sie bekommen noch 50 Euro. Das heißt, dass an Ihrem Handelskonto wird angezeigt 300 Euro und Sie werden Handel schon als heute Freitag ist. Am Montag werden Sie schon Handel anfangen mit Ihrem persönlichen Finanzberater oder Finanzberaterin. So funktioniert das alles. Und kann man da erstmal auch 50 Euro einzahlen? 50 Euro ist, minimalische Summe mit europäischem Standard ist 250 Euro.
Und warum ist das so? Es ist so, es ist europäischer Standard, so das ist minimalische Summe. Ja, das ist also so, weil das ist europäischer Standard. So ein Blödsinn. Also es gibt keinen europäischen Standard, wie viel Geld man einzuzahlen hat. Den Betrag von 250 Euro wählen die Betrüger einfach nur deshalb aus, weil es sich sonst kaum lohnen würde, den Betrug durchzuführen. Ein bisschen was wollen sie ja schon davon haben, weil letztendlich nehmen sie auch die kompletten 250 Euro und ihr könnt damit wahrscheinlich nicht mal handeln. Und davon abgesehen, 250 Euro ist auch so die Schmerzgrenze, wo man eigentlich nicht zur Polizei mitrennt. Deswegen stellt man hier auch die Frage, wenn man möchte, kann man auch 500 Euro oder 1000 Euro einzahlen. Und den Preis, den ihr hier nennt, das ist halt auch die Summe, weswegen ihr persönlich höchstwahrscheinlich nicht zur Polizei gehen würdet, weil das ist die Summe, die ihr verschmerzen könnt. Und wenn man eine Summe einzahlt, die man verschmerzen kann, tja, dann geht man halt damit höchstwahrscheinlich auch nicht zur Polizei und ja, man zeigt das eben nicht an, ne? Ja gut, weil das ein ja... Ein Regel, das ist so einfach. Okay, und wo steht die Regel? Bitte? Wo kann man das nachlesen, dass das eine Regel ist? Hallo? Hallo? Das können Sie überall nachschauen. Schreiben Sie Finanzbehörde an Frankfurt, wie das alles funktioniert, für Anfänger, für Anfängerin. Dort überall steht das minimalische Summe mit europäischer Standard, die ist 250 Euro. Weil bei meiner Bank, da konnte ich auch mit 50 Euro anfangen. Also das ist wieder totaler Blödsinn, den sie hier erzählt, dass man einfach bei der Frankfurter Börse nachlesen könnte, wie viel man da einzuzahlen hätte. Das ist alles Quatsch. Es gibt doch selbst Aktien, die man, was weiß ich, für ein Prozent kaufen kann, weil sie halt einfach gerade nichts wert sind. Und dann meint sie ja auch noch, es steht da überall. Ne? Also daran sieht man einfach schon wieder, was das eigentlich für ein stumpfer, dummer Betrug ist. Und mit 50 Euro anfangen ist unmöglich, weil wir haben Ihnen schon gesagt, in Regel statt 250 Euro, Sie investieren dieses Geld und dann von diesem investierten Geld Sie profitieren. Jedes Monat haben Sie dann etwas fixiertes Einkommen. Und das ist nicht schlecht, das ist nicht so große Summe für Anfänger, 250 Euro. Ach so, und wie viel Geld kann man da denn rausholen nachher? Circa ungefähr profitieren Sie 30-40% pro Monat, ja? Aber Sie bekommen vollautomatische Handelssystem und Finanzexpert auch, dann einfach unsere Interesse ist auch, sehr zufriedene Kunden haben, weil nur wenn Sie profitieren, nur dann bekommt unsere Abteilung von Ihrem profitierten Geld 2%. Also wie immer Blödsinn. Ich meine, man merkt ja schon am gesamten Gespräch, dass die nette Dame überhaupt gar keine Ahnung hat, wovon sie überhaupt spricht. Auf Fragen sind sie überhaupt nicht vorbereitet. Und naja, verstehen tut sie wahrscheinlich eher auch nur die Hälfte. Und das Einzige, was man dort gewinnt, ist Erfahrungswert, dass man sein Geld verloren hat. Aber 30-40% sind erstens komplett unwahrscheinlich und unrealistisch. Und zum Zweiten, man handelt da auch nicht mal mit seinem Geld. Jetzt zahlt er die Kohle ein und weg ist das Geld. Deswegen brauchen wir zufriedene Kunden. Ja, das ist auch in unserem Interesse. Und das mit den 30-40% ist auch garantiert? Ja, das ist von 30-40% ist garantiert. Ja. Okay, also... Kann das mehr auch, aber... Wenn ich da jetzt 250 Euro reinstecke, dann kann ich die nicht verlieren. Nein, Sie verlieren auf keinen Fall. Sie investieren dieses Geld und dann Sie profitieren dann von dieses investiertes Geld jedes Monat. Also sie will mir hier wirklich weismachen, dass ich auf gar keinen Fall mein Geld verlieren kann und ich 100% damit 30-40% Gewinne machen werde. Also das kann euch niemand versprechen. Börsen und Finanzgeschäfte mit Trading und Aktienmarkt sind immer
absolut immer hochspekulativ. Das heißt, euer Geld kann jederzeit weg sein. Selbst die besten und erfahrenen Börsenmakler oder Händler können einfach nie 100% Gewinne rausholen. Na, also der Markt ist so undurchsichtig und unübersichtlich. Die Börse besteht ja daraus, aus Handeln und Verkaufen. Und man weiß nie, wie die anderen Menschen gerade in diesem Zeitpunkt reagieren. Es gibt sicherlich Indikatoren, wo man auf etwas schließen kann, dass es heute besser oder schlechter läuft. Aber man kann trotzdem nie 100% garantieren, dass man heute Gewinne macht mit dem, was man eben da an Aktien oder Trading-Versuchen hat. Ja, okay, das hört sich ja sehr gut an, ja. Ja, und dieses mathematische Handelssystem, Softwareprogramm, kontrolliert alles, ja. Die machen schon auch die Prognose und besonders haben wir die Finanzexperten auch. Und die Finanzexpertin gibt auch Bescheid, ja, an unsere Abteilung und wir können die Positionen ändern und so weiter und so fort, ja. Mhm. Deswegen, und mit was genau handelt es dann, das System? Bitte? Mit was genau handelt das System dann? Das können Sie selber entscheiden. Mit Bitcoin, es gibt fast 6000 Kryptowährungen, ja. Da sieht man wieder, wie vorbereitet die Mitarbeiterin auf die Fragen ist, nämlich überhaupt gar nicht. Ich habe sie gefragt, mit was man handelt und sie antwortet, es gibt mittlerweile bis zu 6000 Kryptowährungen. Naja, stimmt nicht ganz. Mittlerweile gibt es tatsächlich sogar um die 10.000 verschiedene Kryptowährungen. Sie können das selber entscheiden, aber Ihre Finanzberater gibt Ihnen auch sagt Ihnen, mit was Sie zum Beispiel zur Zeit Handel anfangen, weil zum Beispiel es kommt sehr viele neue Kryptowährungen, ja. Mhm. Die kosten zurzeit sehr wenig, fast 20, 30 Cent. Aber wie Bitcoin war es früher, ja, am Anfang hat sehr wenig, viel gekostet und dann die steigen und steigen immer, ja. Mhm. Deswegen, und was gibt's? Sonst können Sie selber entscheiden mit Kryptowährungen, mit Öl, mit Rohstoffen, mit Währungskarten, mit alles kann man Handel anfangen. Und Sie können auch dieses Geld, zum Beispiel 250 Euro, nicht nur an eine Position investieren, sondern teilen an verschiedene Positionen. Ja? Mhm. Etwas Teil von diesem Geld an Kryptowährungen, etwas halt an Aktien und so, die alles erklärt Ihnen Ihre Finanzberater noch besser als ich. Ja, ich bin einfach Kontoberaterin. Ich werde Ihnen helfen, diese Handelskonto zu aktualisieren. Mhm. Und dann, Sie kontaktieren immer mit Ihrem persönlichen Finanzberater oder Beraterin. Ja, Sie wissen viel besser als ich, was passiert zurzeit an der Finanzbörse und so weiter und so fort. Genau, und so weiter und so fort und bla bla. Also es ist natürlich alles wieder nur Märchenstunde. Ihr wisst ja, steckt ihr da euer Geld rein, dann kann irgendwer anders da mit einem Porsche fahren, aber definitiv nicht ihr. Ah ja, okay. Okay, jetzt brauchen wir Bescheid von Ihnen. Aktualisieren wir dieses Handelskonto jetzt oder nicht? Ja, na klar. Okay, benutzen Sie jetzt Computer oder mit Handy? Ich bin gerade am Computer, ja, das passt ganz gut. Hm? Okay, dann werde ich buchstabieren unsere Plattform. Ja. Ja? Und schreiben Sie das. Hm. Sind Sie schon bereit? Kann ich schon anfangen, buchstabieren? Ja, Sie können schon anfangen. Okay. Gerdi Gustav. Hm. Elvi Ludwig. Ja. O wie Otto. Ja. B wie Bertha. Hm. D wie Dora. Ja. E wie Erik. Hm. C wie Cäsar. Ja. H wie Heinrich. Ja. A wie Anton. Hm. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Hm. Punkt.
Ja, okay, genau. Dann habe ich jetzt hier so eine lilane Seite. Okay, was ist... Hallo? Okay. Ja. Jetzt oben sehen Sie Login. Mhm. Sollen Sie jetzt einloggen? Ja. Also so oft, wie die nette Dame hier schon wieder das Mikrofon stummt, kann man ja wieder ganz klar davon ausgehen, dass sie im Hintergrund die ganze Zeit mit irgendjemandem quatscht, der ihr ja alles vorsagt und dass hier auch wieder illegalerweise jemand das Gespräch mithört. Also sei es nur, dass er daneben sitzt und auf Lautsprecher mithört oder ein eigenes Headset aufhat, das ist natürlich auch nicht erlaubt, ne? Also darüber hätte ich unterrichtet werden müssen, wenn sie anruft. Und dann hätte ich gleich sagen können, nein, das will ich nicht. Okay, drücken Sie jetzt an Login. Da bin ich jetzt drauf, ja. Okay, schreiben jetzt Ihre E-Mail-Adresse. Welche E-Mail-Adresse hatte ich denn da angegeben bei der Registrierung? Ja, ich sage es gleich. gero.steiner@mccc.de. Ist das Ihre gültige E-Mail-Adresse? Ja, genau, das ist richtig, ja. Okay, und bei Passwort, ich gebe Ihnen jetzt ein einmaliges Passwort, ja? Ja. Das können Sie dann jederzeit ändern, ja? Das wird 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Das war's schon? Okay, jetzt Okay. sollen Sie einloggen. So, ja genau, jetzt habe ich hier so ein Dashboard. Okay, jetzt brauchen wir zwei Schritte. Das heißt, Ihre Profil aktualisieren. Da brauchen wir einzige Informationen, Ihre Geburtsdatum. Ja, was das alles? Und dann zweiter Schritt ist, Ihre Handelskonto aktualisieren, okay? Ja, kann man das hier irgendwie auch auf Deutsch jetzt umstellen, weil das ist ja alles auf Englisch bei mir. Können Sie auch die Sprache ändern? Ja, wo muss ich das machen? Oben steht Globus. Ach ja, hier diese Kugel, ja. Genau. So, und jetzt? Okay, jetzt haben Sie geändert? Haben Sie deutsche Sprache geändert? Ja, sieht so aus, ja. Okay, jetzt sollen wir Profil ausfüllen. Drücken Sie auf Profile. Ja. Okay, jetzt sehen Sie, das ist etwas zum Ausfüllen, ja? Aber Sie haben schon? Ja, genau, da habe ich schon ist was eingetragen. Alles richtig? Okay. Okay, für die Kurzkontrolle. Okay, Ihre Profil ist schon aktualisiert und jetzt letzte Schritte mit Ihrer gewünschten Summe, Ihre Handelskonto zu aktualisieren. Das ist, wie ich schon Ihnen gesagt habe, Sie können mit 250, mit 500 oder mit 1000 Euro dieses Handelskonto aktivieren. Mit welcher Summe möchten Sie das machen? Na, ich würde dann erstmal mit 250 Euro anfangen. Das ist ja schon ganz schön viel. Okay, ja, die Anfänger sind, es ist logisch, zuerst alles nachschauen, probieren, testen und okay. Machen wir das mit 250 Euro und jetzt, mit welcher Zahlungsmöglichkeit sollen wir das machen? Na, ich habe hier so ein, von meiner Bank so eine Karte. Haben Sie PayPal? PayPal? Benutzen Sie PayPal? Nee, das habe ich nicht, nee. PayPal haben Sie nicht. Dann Kreditkarte, Master oder Visa? Ich habe eine Visa-Karte hätte ich noch, ja. Die müsste ich dann mal suchen. Okay, dann suchen Sie das, holen und dann sagen Sie mir Bescheid und dann machen wir das mit Visa-Karte, okay? Ich bleibe an der Linie. Ja, dann guck ich mal. Ach nee, hier steht American Express auf meiner Karte. Hallo?
hier auf meiner Das geht nicht. Vielleicht haben Sie ganz normale Online-Banking. Benutzen Sie kein Online-Bank? Naja, ich habe so eine IBAN-Nummer, habe ich ja. Benutzen Sie Online-Banking nicht? Haben Sie IBAN? Ich verstehe das, aber haben Sie Online-Banking? Benutzen Sie Online-Bank? Nee, aber Sie könnten das auch abbuchen. Nein, ich kann... Weil hier kann ich ja auch IBAN eintragen, sehe ich. Nein, so ist nicht möglich. Abbuchen können wir nicht. So, PayPal haben Sie nicht, ja? Ganz genau. Abbuchen können Sie nicht. Also technisch könnten Sie das sicherlich schon. Das Problem ist dabei, dann wüsste man aber auch ganz genau, wer abgebucht hat. Und davon mal abgesehen, hätte ich dann die Möglichkeit, auch das Geld zu stornieren, also wieder zurückzuholen. Dazu hat man in der Regel 6 Wochen Zeit, wenn man sich bei der Bank meldet. Und es wurde vom Konto etwas abgebucht. Und genau das wollen die ja nicht, weil dann müssten sie jemanden ja 6 Wochen lang hinhalten, damit er eben die Kohle nicht wieder zurückzieht. Sie haben nur American Express, Online-Bank auch nicht. Warten Sie. Ja, gucken Sie mal, was da noch so geht. Okay, dann machen wir es so. Herr Steiner, an Ihre E-Mail-Adresse, wir werden jetzt Ihnen schicken Bankdaten, ja, von unserer Abteilung, von Molly Mayer, bekommen Sie E-Mail mit Bankdaten. Ja. Dann Sie gehen mit diesen Bankdaten in Bank, ja, und machen Überweisung mit Geldautomat. Okay. Ja, sonst und aber man kann ja bei Ihnen hier auf der Webseite auch eine IBAN-Nummer eintragen. Bitte? Bei Ihnen auf der Seite kann man ja auch eine IBAN-Nummer eintragen. Das kann man, warten Sie kurz, unsere Managerin jetzt wird mit Ihnen weiterreden. Ah ja, okay. Hallo? Ja? Ja, guten Tag, Herr Steiner, Molly Mayer spricht am Apparat. Ich werde kurz erklären. Ja, Sie können das IBAN-Nummer eintragen, aber das ist für zukünftige Auszahlungen. Also erste Einzahlung muss man direkt mit Online-Banking oder bei einem ganz normalen Banküberweisung kriegen. Also von Ihrer Karte könnten wir gar nichts abrechnen. Sehr seltsam, dass bei denen auf der Webseite was anderes steht. Scheinbar kennen die nicht mal ihre eigenen Systeme oder nutzen einfach nur irgendwelche fertigen Skripte, also Systembausteine, um die Webseite zu erstellen und übernehmen das Ganze einfach von anderen Betrugsherstellern. Sicherlich ist das ein ganzes Geschäft, wo irgendein Programmierer ein Skript online stellt und man kann das für solche kriminellen Sachen einfach benutzen und sein eigenes Layout drüberlegen, also ein eigenes Webdesign. Weil letztendlich kann ich mir nicht anders erklären, warum die ihre eigene Webseite nicht mal kennt. Dass ich dort ganz einfach meine Bankdaten, also IBAN-Nummer, hinterlegen kann zu einer Abbuchung. Interessant. Ach so. Einfach bei der Bank gehen, ja, habe ich per E-Mail jetzt die Bankdaten, also Bankverbindung zugeschickt gelassen. Können Sie einfach bei der Bank gehen und ganz normale Banküberweisung tätigen. Ja, das können Sie, ja, was ich meine. Ja, Sie sind sehr leise auf einmal, man versteht Sie kaum noch. Moment. Hören Sie mich besser jetzt? Ja, so ein bisschen jetzt, ja. Okay, freue ich mich. Also ich habe gesagt, dass ich habe Ihnen die Bankverbindung zugeschickt gelassen per E-Mail. Sie können einfach direkt bei der Bank gehen und ganz normale Banküberweisung tätigen. Okay. Danach kriegen Sie eine Quittung. Beleg, Zahlungsbeleg. Das müssen Sie fotografieren und zurück an meine E-Mail-Adresse senden, damit wir diese Summe auf Ihrem Handelskonto gut schreiben. Ja. Ach so, okay. Jawohl, wann schaffen Sie das ungefähr? Ich denke mal so bis morgen oder so. Wenn Sie es heute schaffen, wäre es natürlich lieber. Also das ist schon extrem dreist. Ne? Also ich sage, ich will überweisen, muss dazu zur Bank gehen und sage, ja, morgen könnte ich es vielleicht schaffen.
Und dann sagt die mir tatsächlich, ja, heute wäre ihr lieber. Also noch dreister geht's wirklich nicht. Also wie gierig kann man denn auf Geld sein, dass man die Leute dazu schon quasi fast nötigt, heute zu überweisen? Ach so. Okay. Ja, wo kann man denn bei Ihnen auf der Webseite hier das Impressum oder Kontakt oder sowas finden? Weil hier ist ja eigentlich auch gar nichts auf Ihrer Seite. Sie sind eingeloggt und deswegen. Sie befinden sich jetzt in Ihrem eigenen Handelskonto. Sie können einfach separat Homepage öffnen. Und auf dem Konto von mir ist das nicht zu sehen? Weil da sieht man ja irgendwie gar nichts von der Seite. Tatsächlich, Sie können die gleiche Seite ja in ein neues Fenster sehen, also öffnen. Ja. www.globethechase.com und dort bekommen Sie die ganze Information. Ah ja, hier genau. Jetzt habe ich ja die Seite. Kann man die Startseite auch irgendwie auf Deutsch machen? Ja, natürlich. Weil da ist gar nicht mehr so ein Ball, wo man das auf Deutsch klicken kann. Sprache Auswahl muss ich befinden. Select Language auf Englisch. Ach hier, von Google ist das denn? Nee. Auf der Seite, ja? Ist einfach das Menü oben, ja? Neben der Name. Na, wenn ich das auf Deutsch übersetze, dann ist das über Google Translate ja automatisch. Also tatsächlich, die Betrüger waren hier einfach zu faul, ein deutsches Layout zu erstellen mit deutscher Sprache. Man hat hier einfach den Google-Übersetzer drüber gebügelt. Mehr ist es nicht. Also ihr kennt ja vielleicht, dass man bei Google-Übersetzer auch eine Domain, also eine Internetadresse eingeben kann und dann wird die ganze Seite einfach ja, in der Sprache übersetzt, in der man sie gerne haben möchte, aber eben von Google. Und naja, die Übersetzerqualität ist zwar schon sehr gut und auf einem hohen Niveau, aber man kann da natürlich nicht so viel rauslesen. Viele Sätze werden halt nicht wirklich grammatikalisch vernünftig übersetzt. Das bedeutet, ich soll mich hier auf einer Webseite registrieren, die absolut miserabel in meine Sprache übersetzt wird und verstehe da überhaupt nichts. Und da soll ich mein Geld einzahlen? Ich glaube, es geht los. Also wenn Sie Ihr Google so erstellt haben, dass es automatisch übersetzt würde, dann schon. Nö, das ist ja auf Ihrer Seite hier mit Google. Okay, also sehen Sie das auf Deutsch oder nicht? Wo sitzt denn Ihre Firma? Das kommt nicht von Google. Schauen Sie, ganz oben, ja? Login, Register. Dort steht Select Language. Das kommt nicht von Google. Wenn es von Google kommt, das ist ganz oben, ja? Ja, na, sobald ich auf Select Language drücke, dann kommt der Google-Übersetzer. Ja, der Google-Übersetzer. Okay, weiß ich nicht. Tja, das weiß sie nicht. Sie kennt sich wirklich bestens mit ihrer eigenen Seite aus. Das ist ja auch egal. Wo sitzt denn Ihre Firma eigentlich? Hauptsitz haben wir in Großbritannien. Okay. Und wo ist die Firma registriert? Die Firma ist in Großbritannien registriert. Alle relevanten Informationen können Sie jetzt auf der Seite sehen. Weil das steht ja gar nicht bei Ihnen auf der Seite. Okay, Moment, ich werde das aufrufen. Ja? Alles klar. Sie wird das raussuchen und legt dann auf. Ich würde eher sagen, wir haben sie erwischt und sie kann einfach nur meine Frage nicht beantworten. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass sie nicht nochmal bei mir angerufen hat. Wirklich der Kracher. Die wollen einen betrügen und bescheißen und bereiten sich nicht mal ordentlich auf eventuelle Fragen vor. Also, wenn ihr bei eurer Bank oder bei einer seriösen Firma angerufen hättet, dann hättet ihr auch unter Garantie eine Antwort erhalten. Und selbst wenn ein Mitarbeiter mal eine Frage nicht beantworten kann, dann legt dieser nicht einfach auf, sondern holt sich die fehlenden Informationen ein und fragt einfach einen anderen Mitarbeiter.
Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn du magst, dann siehst du jetzt hier das letzte Video von mir und die komplette Playlist von allen anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.